sollte eigentlich der Prozessauftakt sein im Mordfall von Uri Jalloh. Seit einigen Wochen wurde spekuliert und nun wurde es offiziell bekannt gegeben, dass aufgrund von der Erkrankung des eines der Angeklagten dieser Prozessfall auf Januar verschoben wird. Wir sagen, wir kommen trotzdem her, wir möchten trotzdem Gesicht zeigen, wir möchten trotzdem unsere Solidarität aussprechen, auch wenn der Prozessauftakt jetzt nicht stattfindet. Wir kämpfen jetzt schon weiter und möchten, dass dieser Mordfall in allen Details aufgeklärt wird. Wir akzeptieren nicht, dass People of Color in diesem Land einfach verschwinden, einfach sterben, einfach interniert werden. Und daher heute dieser Prozesstag war für uns ja auch ein Auftakt in unserem Kampf und auch ein Auftakt der Mobilisierung. We will fight freedom of movement is everybody's right. We are here and we will fight for freedom of movement is everybody's right. Uri Jalloh war ein Polizeiteller, dessen Nummer 5 verbrannt, für und das war Mord. Bis jetzt, die Sache ist nicht geklärt. Dann Bundesgerichtshof sagt, der Prozess muss aufgerollt. Deshalb sind wir heute hier. Aber leider, der hauptangeklagte Polizisten ist nicht da. Der spielt krank. Deshalb, der ist krank. Für uns, wenn ich 2013, wir sind da. Diesen Fall werden wir nicht unseren Mund zumachen, weil viele Sachen sind vertuscht. Es gibt Beweismaterial in Polizeizelle verbrannt, also verschwinden. Zum Beispiel diese Videoaufnahme, also in der Flur, zur Zelle. Ich verschwinde in der Zelle. Gab es eine Flüssigkeit? Was für Flüssigkeit ist das? Uri Jalloh hat einen Nasenbeinbruch. Wer hat das gemacht? Und dann kurz vor diesem Feuer in dieser Zelle waren zwei Polizisten. Ich sage nochmal, waren zwei Polizisten im Keller bei Uri Jalloh. Wer war diese Polizisten, die im Keller war? Wir wollten das wissen. Uri Jalloh! Das war Mord! Uri Jalloh! Das war Mord! Le juge d'instruction qui avait instruction de trancher cette affaire, après avoir le procès a été interrompu près de 10 fois dans la salle, on a vu comment le monsieur, on a senti comment il se retrouvait dans un dilemme. Il avait bien la volonté de pouvoir prononcer un jugement de valeur, mais le juge n'a pas manqué parce que on est même ce jour on a failli aller au mât avec le juge. Dans la salle, il y a même eu élévation de voix, de tension. Le juge nous a dit ce procès est difficile et je ne bénéficie pas des moyens me permettant de pouvoir le trancher. Ce que je peux vous conseiller, je suis un père de famille, je comprends votre colère et tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller plus loin. À mon niveau, je n'ai pas ce qui me permet de condamner, je n'ai pas eu les moyens de pouvoir travailler ce dossier. C'est-à-dire les éléments d'enquête, en bref, dont il avait besoin, le matériel dont il avait besoin, les preuves par exemple, dont quelqu'un venait d'énumérer tout à l'heure, on a fait disparaître toutes les traces. Et le juge s'est retrouvé donc démuni de tous ces éléments-là qui pouvaient lui permettre de tirer une conclusion. Non, je crois plutôt qu'à ce niveau, il y a de la pression politique. On ne peut pas faire disparaître les traces. Les preuves sont là, mais il y a pression politique. Ça vient de quelque part. Le juge n'agit pas les mains libres. Quand on lit ce qu'il a dit, quand on écoute ce qu'il a dit, on comprend que il a des pouvoirs qu'il ne peut pas utiliser dans ce cas-là. Peut-être parce que c'est un noir, peut-être parce que c'est un policier, parce qu'il s'agit de la police allemande. Et on connaît quel pouvoir la police a en Allemagne. Et il y a quelque chose qui se passe. Et c'est pour ça que nous devons continuer le combat pour que
personne ne soit au-dessus de la loi. Parce qu'en ce moment, on se rend compte qu'il y a quelque chose au-dessus de la loi. Alors, nous nous trouvons dans quoi? Nous nous trouvons dans une société qui permet à des policiers, tout simplement parce qu'ils portent l'uniforme de police, eh bien, de donner libre cours à leur haine. Parce que là, moi, je ne vois pas un autre mot. Et moi, je suis toujours en train de réfléchir sur ce que Camus a dit. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Donc, aucune institution étatique, policière, tout ce qu'on veut, ne peut être au-dessus d'une seule vie humaine. Ja, ich spreche jetzt von dem Gerede von dem Papa von Uri Gallo. Er hat dasselbe begrüßt, was da im Landgericht, der Bundesgerichtshof passiert ist. Er begrüßt das. Ich hoffe auch, dass wirklich dieser Landgericht Magdeburg keine Farce sein würde, dass man dieser Sache grundsätzlich alles untersuchen wird und dass man einfach mal aufklärt, wie man seinen Sohn ermordet hat. Und hoffe auf jeden Fall, dieses Mal auch nicht so eine Farce sein würde wie im Landgericht Dessau, dass man nicht mehr versucht, uns zu schikanieren und Ausweis immer vorlegen müssen, bevor wir in dieser Landgericht Magdeburg reingehen. Deswegen sind wir hier und diese Initiative Uri Gallo und anderen Leuten haben auch eine unabhängige internationale Kommission aufgebaut und wir hoffen auch, dass im Landgericht Magdeburg hier akzeptiert wird. Ja, und das ist es von meiner Seite und dem Namen von dieser Familie von Uri Gallo. L'espoir dans ce procès, vraiment? Qu'est-ce que vous espérez de ce procès? Si nous sommes là, c'est parce qu'on a espoir. Si on n'avait pas espoir, nous ne serions pas venus ici. Si on aurait résolu ça peut-être d'une autre manière. Mais si on est ici, c'est parce qu'on croit à cette maison, on croit à la justice. On continue à faire confiance à la justice, malgré tout ce que nous avions là jusqu'à aujourd'hui connu comme déception. Und dann wenn man das verbergt, wenn das Gericht hier Magdeburg absagt, wir werden hohe Etats gehen. Das meine ich, das Europäische Gerichtshof. Wenn das nicht geht, wir werden so weitermachen. Weil wir könnten das nicht akzeptieren, dass Polizei normalerweise, sie müssen uns schützen, nicht uns töten, nicht uns schlagen, nicht uns verbrennen. Wir sagen nein. Dieser Kampf hat schon angefangen. Wir Afrikaner oder die Leute, wir Leute, die nicht deutsch aussehen, wir sind diskriminiert. Immer Polizeikontrolle, weil wir Afrikaner sind, wegen unserer Hautfarbe. Wir sagen nein, wir sind auch Menschen, wir haben Recht, in Deutschland zu leben. Keine, ich sage normal, keine werden das von uns wegnehmen. Wir werden hier bleiben. Das ist so, dass viele sind abgeschoben, weil sie sind tätig in die Initiative Uri Gallo. Man kann nicht alle abschieben. Wir werden da sein. Wenn einer bleibt, wir werden weiterkämpfen. Für mich macht es mal Stopp. Aber ich sage das, Solidarität ist unsere Waffe. Man sieht hier schon, die Säcke hier. Das ist traurig. Das ist traurig. Deine Polizisten haben die Leute erschossen einfach. Oder verbrannt einfach. Und dann, wir dürfen das nicht sagen. Es gab auch Schikane. Akte
8 Oktober sind wir hier in Magdeburg. Wir haben eine Veranstaltung gemacht. Was ist passiert? Unterwegs sind die Polizei zu uns gekommen und dann hat uns nur wir Afrikaner Ausweis gefragt. Warum die anderen Deutschen nicht? Weil in der Initiative gibt es Deutsche, die uns unterstützen. Weil die haben eine andere Hautfarbe wie wir. Wir werden kontrolliert, sehe nicht. Aber wir werden weitermachen. Das ist nur der Anfang. Aber weitermachen wir.